Wenn man nicht zum Disco-Licht umfunktioniert. Hallo, und weiter geht's mit dem Stumpjumper. Und zwar kommen wir jetzt mal zu eins der Herzstücken, den Dämpfer. Da habe ich wieder ein Öhlensdämpfer. Und zwar habe ich hier wieder einen TTX-Coil-Dämpfer. Den hatte ich im Enduro als mehr oder weniger Vorseriendämpfer. Den konnte man damals noch nicht kaufen und den habe ich dann bekommen können. War aber eine Version mit der extra Abstimmung auf das Enduro. War eigentlich für das limitierte Enduro Coil. Jetzt habe ich den normalen für das Stumpjumper Metric. Und zwar in 210 mm Einbaulänge. Mit normalem Dämpferauge. Beim Stumpjumper wird das Dämpferauge um 90 Grad gedreht. Wie zum Beispiel beim Demo, das früher auch so war. Und dann hat man so einen Flipchip da drin. Das sind hier so zwei Teile, die in einem Dämpferauge sitzen und die Bohrung für den Dämpferbolzen einfach asymmetrisch haben, wodurch das dann nicht ganz mittig hier im Dämpferauge sitzt und wir einfach durch ein Drehen des Ganzen die Einbaulänge in Anführungsstrichen des Dämpfers verlängern oder verkürzen können. Das heißt, wenn wir das so montieren, ist der Bolzen ganz weit hinten im Dämpferauge und der Dämpfer ist quasi länger, wodurch sich das Fahrrad hinten anhebt. Das heißt, das Tretlager wird höher und der Lenkwinkel wird etwas steiler. Und wenn wir es halt umdrehen, haben wir genau das Gegenteil. Der Dämpfer wird kürzer, das Tretlager wird tiefer, der Lenkwinkel wird flacher. Der Öhlensdämpfer ist von dem Durchmesser des Dämpferauges eigentlich größer als die meisten anderen Dämpfer, wie zum Beispiel der Fox-Dämpfer, die serienmäßig in den Stumpjumpers drin sind. Oder RockShox. Deswegen habe ich mir hier diesen Flipchip fräsen lassen. Mit größerem Durchmesser extra für den Öhlensdämpfer. Und weil wir ja einen größeren Durchmesser haben, habe ich mir nochmal extra einmachen lassen, wo dieser Versatz von der Bohrung noch stärker ist. Das heißt, wenn wir den jetzt hier reinmachen, wenn wir das hier auf die tiefe Position stellen, wird die Dämpfereinbaulänge noch kürzer, das heißt, wir kommen im Tretlager noch mal tiefer und beim Lenkwinkel noch mal flacher als Serie. Dann haben wir noch mal etwas Custom-Geometrie. Normalerweise hat das 29er Stumpjumper 140 mm Federweg mit einem Dämpfer, der 50 mm Hub hat. Das 27,5 hat normalerweise einen Dämpfer mit mehr Hub montiert bei gleicher Einbaulänge und hat 150 mm. Ich habe jetzt den Hub von dem 29er genommen, also die 50 mm. Dämpfer ist aber gleich lang wie beim 27,5. Das heißt, wir fahren hinten mit weniger Federweg, können durch den Flipchip dann auch noch tiefer gehen. Nochmal ein großes Dank an den Fräser für die Flipchips. Feder habe ich auch wieder eine gelbe Öhlensfeder. Passt zwar quasi null zu dem Rad, aber ich finde es einfach geil, wenn du ab 18 Kilometern schon siehst. Öhlensdämpfer! Der Öhlensdämpfer ist ja ein Twin Tube. Dafür steht auch das TTX. Twin Tube heißt, dass wir einen doppelwandigen Dämpferbody haben, wo sich das Öl nicht nur durch die Verdrängung der Kolbenstange in den Ausgleichsbehälter bewegt und beim Ausfedern wieder zurück, sondern durch den Hauptkolben wird das Öl schon verdrängt, kann durch den Ausgleichsbehälter in einem Kreislauf durch diese Doppelwand an den Kolben vorbei und hinter dem Kolben. Der Öhlens macht aber nur die Druckstufe so. Beim Cancreek Double Barrel zum Beispiel haben wir auch den Rebound so. Das heißt, beim Ausfedern geht es genau rückwärts. Hier ist es aber so, dass durchs Ausfedern das nur durch den Ausgleichsbehälter zurückläuft. Daher haben wir auch keinen Rebound-Einsteller an dem Ausgleichsbehälter, sondern wir haben nur einen Low-Speed Rebound-Einsteller hier. Ganz normal, der mit der Nadel durch die Kolbenstange geht und am Hauptkolben den Low-Speed Rebound ändert. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Ciao.